Heute befinden wir uns schon am Ende unserer kleinen Reise durch die Geschichte und Kultur Sardiniens vom 5. bis zum 1. Jahrtausend vor Christus. Wir haben großartige Architekturdenkmäler, wunderbare Objekte kennenlernen dürfen und sind nun am Ende der nuragischen Kultur angelangt. Zwar noch mit den Höhepunkten, die wir das letzte Mal gesehen haben mit dem Monte Prama, aber nun ist doch ein historischer Wandel. Bereits im 9. Jahrhundert vor Christus gelangten Phönizier nach Sardinien als friedliche Kaufleute über den Seehandel, die über gute Schiffe verfügt haben, gelangten sie an die Küsten und lebten in den Orten zunächst einmal mit den Einheimischen in friedlicher Koexistenz in Dörfern zusammen. Das können wir durch die archäologischen Analysen ganz gut belegen. Die Situation änderte sich später. Im 6. Jahrhundert trat Karthago auf den Plan, die von Nordafrika ausgehend nach Sardinien gelangten und dort die Kontrolle zunächst über die Küstenorte und später auch über die inneren Regionen langten. Widerstände gab es auf Sardinien natürlich gegen diese Fremden, die die Kontrolle übernehmen wollten, aber es hat sich dann doch irgendwie Karthago durchgesetzt, bis schließlich die Römer im 3. Jahrhundert Sardinien erreichten und dort endgültig die Kontrolle übernahmen über die gesamte Insel und Sardinien zu einer Kultur machten. Damit war die Eigenständigkeit der großen sardinischen Kultur endgültig vorbei gewesen, aber was geblieben ist, ist das Gedächtnis, das kollektive Gedächtnis, die Erinnerung an die großartige Zeit der Nuragen und auch der Großsteingräber, die es zuvor gegeben hat. Wir sehen das immer wieder in den Materialien, nicht nur, dass die Orte wiederholt aufgesucht worden sind. Aus den Nuragen kennen wir aus römischer Zeit bis ins Mittelalter hinein Siedlungsspuren, die zeigen, dass dort immer wieder auch Handlungen und Wohnbauten dazugekommen sind, errichtet worden sind und diese genutzt worden sind. Wir erleben das auch in vielen anderen Bereichen, in denen es weiterhin Kulthandlungen gegeben hat, die mit der alten Tradition in Verbindung gestanden hat. So eine Insel ist eben doch weit abgelegen und hat den Drang zu einer Eigenständigkeit. In vielen Materialien sehen wir auch, dass es die Eigenständigkeit gibt. Wir kennen römische Zeugnisse mit Inschriften, die uns mit dem Sardischen in Verbindung hineinbringen. Oder wir kennen Verehrung von Personen, ein Kult. Der Vater Sardus, Sardus Pater, wird häufiger mal erwähnt in schriftlichen Zeugnissen, aber auch dargestellt auf Münzen oder wie wir hier im Hintergrund haben, die kleine Bronzestatuette. Solche Bronzestatuetten erinnert in ihrer Art und Weise an unsere kleinen Kriegerfiguren, die wir aus der vorhergehenden Nuragenkultur kennen. Und dieses wird aufgegriffen, aber das Motiv wird ganz anders umgesetzt. Er hat eine andere Art und Weise der Gesichtsdarstellung mit Nase und Augen und vor allem die Kopfbedeckung ist nicht nur diese Helme, die wir kennengelernt haben, sondern er hat eine Art Federbusch, den er trägt. Und er war eine Art Schutzpatron für die Sarden, die dort weiterlebten. Und dieser Schutzpatron wurde verehrt durch die römische Zeit hindurch bis weithin in jüngere Zeitabschnitte hinein. Noch Papst Gregor hatte gesagt irgendwie, die Sarden, bedauert er, dass die Sarden nach wie vor Steine verehren, obwohl sie doch christianisiert worden sind. Was läuft da falsch auf dieser Insel, hat er sich gefragt. Und es zeigt aber auf der anderen Seite, dass diese eigenständige Kultur weitergelebt hat. Das zeigt sich in vielen Details, trotz der Fremdherrschaften, die gekommen sind, ob Italiener in Form von Genua, ob Katalanen oder später das Königreich Italien, das die Kontrolle übernommen hat über Sardinien, blieben Sachen eigenständig. Und das schönste Beispiel hierfür ist vielleicht die Sprache. Die Sprache, die nichts zu tun hat mit der Sprache, die in die Zeit der Nuragen zurückreicht. Diese Sprache kennen wir nicht, die ist verloren gegangen. Das Sardische, wie wir es heute kennen, ist aus einer vulgärlateinischen Form entstanden in den ersten Jahrhunderten nach Christus und hat sich relativ konstant am Lateinischen bis in die Gegenwart entlang weiterentwickelt. Also man merkt, dass dort diese Kontinuität, diese Identität in der Sprache geblieben ist. Während das Italienische viele Modernisierungsformen durchlaufen hat, blieb das Sardische eng am Lateinischen. Und das schöne Beispiel, weil wir diesen Namen häufiger mit den Megalithbauten in Verbindung sehen, ist das Wort Domo oder im Plural Domus, was aus dem Lateinischen ebenfalls Domus abzuleiten ist, während im Italienischen längst das Wort Casa sich dafür durchgesetzt hat. Es ist nur ein Beispiel für vieles, wie das nuragische Erbe auch noch der
dem Verlust der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit auf Sardinien immer weiter gelebt hat und uns heute noch, wenn wir Sardinien besuchen, in den vielen Denkmälern und Zeugnissen, die wir finden können, begegnet. Und das ist das Ende hier in unserer Ausstellung, aber hoffentlich auch das Interesse zum Besuch von Sardinien mit seinen tollen Vergangenheiten.